Hallo? Wo bin ich denn? Bin ich ein Gefangener? Hallo? Ich war doch gerade noch beim König. Als Hofnarr. Er hat mich nach Himmelsrand geschickt. Wurde ich gefangen genommen? Hallo? Okay, scheinbar sind wir schon im Himmelsrand. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Hallo? Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, ja, hinter denen das Kaiserreich her ist. Ich kann gar nichts dafür. Alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Ich wollte doch nur witzig sein. Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Okay, ein Dorf. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Oh. Gut, bringen wir es mit uns. Schau. Mara, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Wo denn? Sie hatten dabei ihre Hand. Das waren wahrscheinlich die auf dem Pferd. Das ist Helge. Okay. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbären Met braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Oh! Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Oi. Wir haben gar nichts Los, gemacht. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Ja, ich hab Angst vorm Tod. Ihr müsst es ihnen ich war sagen, doch so beliebt. Nicht zu euch. Das ist aber gut, nur bei den Königen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Ja, jetzt. Wie heißen wir überhaupt? Ich weiß es nicht mehr. Halt! Ihr werdet mich nicht morgen schützen! Ja. Will noch jemand fliehen? Wartet! Ihr da, tretet vor! Wer seid ihr? Okay. Zuerst mal die Rasse. Ich weiß nicht mehr genau, was ich überhaupt bin. Ich glaube, ein Ork bin ich nicht. Ja, ich glaube, Nord auch nicht. Kaschid, ja. Ich mag zwar Katzen, aber bin ich eher auch nicht. Kaislich, ich bin zuletzt in Cyrodiil gewesen. Bin ich, glaube ich, auch nicht gewesen. Glaube ich ein bisschen. Ja,
meine Erinnerung verloren. Bretone, das hört sich doch irgendwie nach mir an. Ich glaube, da ich ja sowieso ein guter Überlebenskünstler bin und dann auch sehr es schwierig haben möchte, nehme ich jetzt mal Bretone, aber ganz sicher bin ich leider nicht. So, auf jeden Fall sind wir männlich, wir können natürlich auch weiblich sein. Aber die Maus ist jetzt nicht gerade so. Oh, so. Ja. Die Vorgaben. Ja, genau so. Oh. Ich nehme mal so. Und die Hautfarbe, die war auf jeden Fall ein bisschen dunkler, ein bisschen gesünder. Okay, so dunkel war ich, glaube ich, auch nicht. Ich nehme mal so, sieht ein bisschen realistisch aus und so viel Gewicht habe ich auch nicht gehabt. Ich war ein bisschen breiter als Mittel. Kopf, da habe ich eigentlich nicht so viel. Ich hatte einfach irgendwas auf der Klatsche, also ich muss hier. Also auf jeden Fall war ich ein bisschen dreckig. Da nehme ich so dreckig wie möglich. Schmutzfarben war natürlich sehr dunkel. Ich lebte in einer Höhle. Höhle des Bösen. Narben, Kriegsbemalung, genau, da hatte ich eins auf der Klatsche, deshalb muss ich da leider, gottesgütig, natürlich die Hand. Ich wurde von Frauen erniedrigt. Und natürlich Blutfarben, also ein bisschen dunkler. Sehr gut. Nase war ganz okay. Augen, da war die Augenfarbe. Ich habe jetzt gerade kein Bild mehr. Kann das sein? Skyrim. Bitte mach wieder, dass ich wieder. Ja gut, wenn das so Probleme macht. Ich habe eigentlich nichts verändert. Moment kurz. Ich fix das gleich. Ich weiß schon, was ich machen muss. So. Ich habe hier Augenlicht bekommen. Dankeschön. So. Das Problem ist, OBS ohne Windows 10 ist fehlerbehaftet. Also ihr müsst immer Windows 10, wenn ihr Windows 10 habt, auswählen. Und das habe ich leider noch nicht gemacht. Okay, was wollte ich? Die Augenfarbe, genau. Also der Fenstermodus und alles mögliche geht nicht. Nach jedem Update habt ihr wieder Vollbildmodus und alles mögliche. Das geht einfach nicht. Ja, wir haben grüne Augen, das sieht sehr, sehr schön aus, finde ich. Ich habe selber auch grüne Augen, aber ein bisschen braun gemischt. Finde es jetzt nicht so schön. Genau, die Lippenfarbe ist sehr wichtig. Die sind natürlich lower, deshalb haben wir ganz rote Lippenstiftfarben. Und die Haare sind natürlich ein bisschen kürzer. Wieder. Ein bisschen längere Haare hinten. Ja, Bretonen haben leider eher längere Haare. So ist zu kurz. Ich will eigentlich so, wie ich aussehe, aussehen. Und ich habe so ziemlich kurze Haare. Ja, Glatze habe ich leider nicht. Ja, zum guten Glück nicht. Ja, ich muss die Haare nehmen. Sehen nicht so schön aus. Und ein Bart habe ich einfach einen leichten. Und dann sind wir schon fertig.
bisschen zu dünn. Auch wenn die Auswahl einfach besser wäre. Das ist ein Gefummel. Ja, und die Haarfarbe, die kann eigentlich so bleiben. Vielleicht noch ein bisschen heller. Ich habe so eine titanfarbene Ding, also das Metall-Titan kommt am nächsten. Bloß noch ein bisschen braun drin. Ja, so. Gut, einen Namen geben. Wir nennen uns das Leben des Primes, weil da gibt es den Longus, ja. Prian, der immer zu den Bs auch P sagt. Prian. Nein, wir nennen uns einfach Prian. Prian der Hofnarr. Ich nenne es so. Damit jeder uns sagt, wir sind ein Hofnarr. So, der einzige lustige Mittelalter, der irgendwas Lustiges gemacht hat. Es gab leider noch nicht so viel Comedy. Und ich will ja auch, dass unser Abenteuer in Himmelsrand sehr witzig sein werden soll. Ja, ihr werdet dann sehen, ich werde natürlich gerne auch eine komische Skillung wählen, also Fähigkeiten komisch wählen. Und wir müssen ja auch im Survival-Modus überleben. Gut, eben das ist die Millennium Edition. Die kostet 20 Euro, wenn ihr schon Skyrim habt. Sonst glaube ich 40 oder 50 Euro. Und habe ein paar Mods drin. SKSE. Dann Sky UI. Hotfix-Patch, also ja, Bugfixing-Mod und ja, noch ein paar Script-Sachen, damit es natürlich auch gut läuft. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. So. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir ja uns hinter uns. Ich bin ein bisschen ängstlich vor dem Tod. Der will wahrscheinlich schon schneller sterben, damit es nicht anschauen muss. Ist leider das erste Opfer. Nein, das zweite Opfer. Rorik. Nein, Rorik ist der andere. Oder Rorik, da ist der andere. Weiß jetzt gar nicht mehr der Name. Okay, da ist noch ein Sturmmantel. Ah, hier ist er. Ralof. Bretone, ihr seid dran. Ah, von Rorik statt kommt, das kann ich mir merken. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ist ein schönes Dörfchen. Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block Gefangener. Oh, der Berg. Der Zahn der Welt. Heißt aber der Hals der Welt. Ja, jetzt bin ich natürlich. Ah. Ich habe Angst vor der Axt. Die Axt ist ein bisschen zu übertrieben. Oh, was ist denn das? Ich habe das schon mal gesehen. Das ist, glaube ich, ein Drache. Es ist in den Wolken. Was ist? Ist? Aus dem Horrorfilm? Hm. Ein Drache? Ja, ein Drache. Aua. Oh Gott, oh. Gott, der stinkt! Eie! Links wäre das. Oh Gott. Ja, was wollte ich? Oh, was? Oh, gut. Oh. Hilfe! Hilfe! Ja, oh, da drüber. Oh. Achtung, Feuer! Flieht! Oh Gott. Oh. Geh weg, geh weg! Oh. Ah, okay. Cheat Mode. Legenden brennen keine Dörfer nieder. So, erstmal unser Leben natürlich schützen lassen, eintragen
in die Wiederbelebung. Unser Challenge ist nicht zu sterben, wir werden aber sterben. Relativ früh auf Legendary spielen werden wir. Ist auf Legendär. Aber zuerst, weil es einfach nicht anders geht, müssen wir halt auf Adept, also auf Mittel gehen. Oh Gott. Oh. War das heiß. Ja, und jetzt? Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Geronimo! Oh. Habe ich auch nicht oft geschafft ohne Schaden. Man bekommt immer so ein ganz kleines Eckchen Schaden über. Oh Gott. Hey, hallo! Also besser treffen kannst du auch nicht mehr. Blöde Drache. Komm mit! Otwa! Genau! Komm schon! Schnell! Ich will nicht sterben, mach doch vorwärts! Oh Gott! Cheat! Oh! Oh, meine Ohren! Hallo, hallo? Leben Sie noch? Okay, oh. Ja. Aua. Dafür ist es zu spät. Lasst mich hier liegen. Bringt euch hin. Wir ziehen uns zurück. Soll ich hin? Okay. Ich komme. Oh, schneller. Nein. Okay. Oh Gott. Oh. Aua. Hallo? Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Reich des Vergessens. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sovngarde. Ich war erst kürzlich beim König. Ich musste dem Kaiserreich helfen. Wir haben jetzt die Auswahl zwischen Roloff und Hadvar. Und da ich kein Rassist bin, muss ich leider Roloff nehmen. Aua. Schnell. Haben sie es überlebt? Ah, oh, das macht... Oh. Oh Gott, das habe ich noch nie erlebt. Dass ich zweimal einmal umgehauen wurde und einmal gebissen wurde. Oh Gott. Ja. Jetzt. Hör auf zu reden, wenn ich hier rede. Bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Ja, lieber gegen Zähne, Zahnwunden. Wurde halber gefressen. Es gibt hier unten ein Buch, das nicht erreichbar ist. Leider weiß ich nicht, was es für ein Buch ist. Wer sich auskennt, kann ja mal nachschauen im The Elder Scrolls Construction Set. Aber das kann man nicht erreichen. Egal wie, man kann es nicht erreichen. Dieses Buch hier, Mischtaktiken, kann man erreichen. Das da unten. Egal wie ich hingehe, kann es leider nicht erreichen. Nein, man kann nicht erreichen. Ja, man kann es nicht erreichen. Schade. Ich bin halt liebend gerne jemand, der alles ja, nachschaut und findet. So, ein Helm, sehr gut. Können wir uns schon mal gut schützen. Ja, müssen hier ein Schwert mitnehmen, auf jeden Fall. Und hier, okay, kaiserliche. Mhm. Okay. Schauen wir mal kurz. Haben wir irgendwas mit Magie? Ich möchte schon gerne Magie nutzen. Schutzgeist. Ist, glaube ich, jetzt gar nicht so nützlich im Kampf. Okay, wir haben Drachenhaut. Sehr gut. Magieresistenz natürlich auch. Bretonen sind natürlich schon gut geschützt. Ah,
Also ich nutze mal das hier. Auf rechts. Auf links. Zerstörung Flammen nach rechts. So. Und schwingt das Schwert ein wenig. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das okay. Ding ist immer noch da draußen. So, dann möchte ich natürlich auch noch mich anziehen. Sehr gut. Ja, dann können wir weitergehen. Jetzt muss ich nur wissen, wie man die Hand wieder senkt. Okay, sehr gut. Komm mit. Schneller. Oh Gott, jetzt war ich mehrmals dem Tode nahe. Ich habe irgendwie ein bisschen Murmel, also bin sehr ängstlich, wie es weitergeht. Oh nein, das sind sozusagen unsere Feinde. Ich bin außer Atem. Schnell direkt angreifen. Magiker niedrig, okay. Habt ihr das gehört? Sturmmäntel. Ja, ich bin es jetzt gerade am Angreifen, lieber Hardware. Gut, ich Priorität, immer schnell handeln, bevor ihr... Und ihr wollt ein Krieger sein? Ja, ich muss unbedingt noch... Lass mich mal sehen, ob ich diese Tür aufbekomme. Genau, Favoriten. Okay. Also, nochmals... Magie... Dann Zerstörung, Favoriten, geht auch nicht. Ja gut, das muss ich wissen, wie man das machte. Okay. Favoriten. Also der Schutzgeist, der hat irgendwie gar nichts gebracht. Ich weiß nicht genau für was, dass wir weniger Schaden bekommen. Okay, das ist Logbuch. Das ist die Konsole. Das ist die Skillung. Ist automatisch rennen scheinbar. Kommt, hier warten. Hüpfen. Command. Dankeschön, liebes Spiel, dass du das wieder resettet hast. Aber ich habe die Favoriten eigentlich auf die mittlere Maustaste geklickt. Gestellt. Also, Favoriten ist... Ja, M3. Also wieso gehst du nicht auf? Blödes Inventar. Ah, jetzt geht's. Okay. Sehr gut. Also, dann machen wir da mal noch die Waffen. Jetzt geht's wieder nicht. Gott, das Spiel ist schon heftig. Ja. Einfach schlecht gemacht. Ich stelle das richtige Wert zum Lernen. Lass es wegwerfen. Gehen wir weiter. Bitte, liebe Spiel. Jetzt habe ich doch alles gelernt und wieso. Das wegwerfen. Wieso geht's jetzt wieder nicht? Bei jedem Spielstab, bei jedem LAN ist die Steuerung wieder zurückgesetzt. RAM auch zwingend ist das Gamepad natürlich Ding, das muss man zuerst ausstellen. Also zuerst müsst ihr mit dem Gamepad starten und wenn ihr nicht mit dem Gamepad spielen wollt, müsst ihr dann nach dem Drachenangriff ins Inventar, in die Einstellung gehen und das auswählen. Es geht nicht. F ist beenden. Hallo, zeig doch das bitte richtig an.
Hä? Ich habe ja nicht mehr Knöpfe. Okay, ich habe nicht mehr Knöpfe. Also jetzt habe ich, glaube ich, Favoriten. Also ich muss V drücken. V ist aber welche Taste? Steuerung ist nicht bei Einstellung, ist natürlich eine extra. Kommt mir auch drauf. Perspektive wechseln ist V. Hä? Wieso macht das der Favoriten? Ah, okay. Ich merke mir V. So, und jetzt möchte ich gerne wieder rennen können. Das ist auch wieder eine extra Taste irgendwo. Gehen wir weiter. Das nicht, das auch nicht. Gehen wir weiter. Ja. Keine Ahnung. Muss ich auch nochmals nachschauen. Also es ist unglaublich schwer. Skyrim ist so ein schlecht gemachtes Spiel von der Steuerung her. Immer rennen ein und aus alt. Er kommt schon auf alt. Ja, jetzt geht's wieder. Sehr gut. Jetzt müssen wir das nur noch ausrüsten, richtig? Also die mittlere Maustaste. So, jetzt. Sehr gut, also dann weiter mit dem Rundspiel. Ja, stress mich bitte nicht so, ey. Ich habe mega Angst. Will ich sterben? So. Oh Gott. Uff, gut, kann man als Hofnarr natürlich sehr gut Magie lernen. Aber so gut fühle ich mich nicht mehr, eher schwach. Diese kaiserlichen Lagern hier Tränke. Kaiserliche Hunde! Oh Gott. Nein, Roloff, nicht rein. Oder Hardware. Hardware bist du. Ja, du. So. Genug! Ich will den Gnadenstoß, bitte. Genug! Oh Mann. Ein alter Lager. Spaßverderber. Unglaublich. Ja, es ist ja ihm. Wir können noch genug töten, wahrscheinlich. Ich habe gehört, Skyrim, also Himmelsrand, ist jetzt nicht unbedingt das friedlichste Land, wegen dem Bürgerkrieg. Ja, eben die Sturmhändel und das Kaiserreich sind im Krieg. Ganz verstehen, wieso das Kaiserreich unbedingt Skyrim haben möchte, weiß ich nicht. Aber ja, ist natürlich Eroberungsgedanken und so weiter. So, wir brauchen vor allem Nahrung, weil wir ja Survival-Modus spielen werden. Der ist leider erst, wenn wir draußen sind, verfügbar. Aus diesem, ja, Art Anfänger-Dungeon, Tutorial-Dungeon. So. Und fertig, hier entlang. Ja. Ich bin fertiger als fertig. Oh Gott. Ja, hier ist es ja zusammengestürzt, genau. Oh, Achtung. Also wir müssen die Blauen töten. Und wir müssen... Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift Helgen an. Ein Drache? Bitte, kommt nicht. Solch ein Unsinn. Obwohl. Das werden wir bald mal lesen. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort drüben... Okay, Dietrich. Kommt mit uns, wir müssen hier raus. Hier drin vielleicht etwas noch. Ein Schild, ja, ich würde schon gerne noch ein Schild mitnehmen. Aber ich finde zwei Waffenkampf irgendwie ein bisschen lohnenswerter, damit wir ein bisschen agiler sind.
Den Eisendolch vielleicht noch mitnehmen. Ja, ich möchte schon mich noch verteidigen. Also ein Schild wäre ich schon safe. Aber gut. So, Schloss knacken. Okay, wir haben es geschafft beim zweiten Mal. Sehr gut. Nicht so ein schweres Funken. Zaubertrank der geringen Magiker. Sehr gut. 25 Gold. Zaubertrank der geringen Magiker. Zweimal. Kapuze. Novizenrobe. Ja, wir sind Magier. Wir müssten das eigentlich einsetzen. Nur habe ich ein bisschen Respekt. Die Defensive geht leider ein bisschen runter. Aber gut. Nehmen wir. Und einen Stab haben wir noch nicht. Wir haben aber hier ein Zauberspruch Funken. So, ja, wir müssen noch Zerstörung. Aber das bitte in die Favoriten. Rüsten wir gleich aus. Funken macht Blitzschaden und Blitzschaden ist gut gegen Magier und so, weil es Magiker zieht. Genau. Hier drin ist scheinbar nichts. Okay, beim dritten Mal, sehr gut. Ja, ist nicht immer leicht und dann Dietrich kann schnell abbrechen. Deshalb sind wir froh, dass wir noch keinen verbraucht haben. Okay, da ist nichts. Jo. Okay, hier ist auch wieder eine Folterkammer. Ah. Gefangenenfolter. Zu schlechten, unbequemen Käfigen ist natürlich nicht so tolle. Oh, da hat auch noch zwei Gold bei sich gehabt. Okay, der Folterknecht kommt. Der andere ist dort geblieben scheinbar. Jo, hat war. Ich weiß. Bin halt nicht gerade so ein ja, extremer Speedrunner. Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Oh, wir wurden ein bisschen erfahrener. Ich glaube, ich weiß, was ich mache, wenn ich noch ein bisschen Magiker habe. Brenne! Ja, sorry, aber du bist gleich in meine Schwungbahn gerannt. Also. Gut. Ich bin besser zurück und kümmere mich um den alten Mann. Viel Glück, ihr beiden. Okay, der alte Mann ist wahrscheinlich aber der andere, der da in ja, dem großen Raum war. Okay, die haben nichts mehr. Gut. So. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei Bögen. Also einen kann ich wieder rauswerfen. Genau. So. Kümmern wir uns wieder mit den Funken. Ich glaube, Funken tut mir das Mana ein bisschen zu schnell fressen. Vielleicht nur einmal, nicht doppelhändig benutzen. So.
wir auch Reichweitenangriffe haben, gehe ich mal vor, aber kommst du mit? Hallo, wir müssen weiter, komm, nicht warten. Wir hatten noch Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Ja. Gut. Wir gehen besser weiter. Sicher finden die anderen ihren eigenen Ausweg. Okay. Also. Jo. Wir sehen uns bald wieder. Wir gehen jetzt noch kurz hier schauen. Der geht, glaube ich, geradeaus. Hier haben wir noch einen Geldbeutel. 9 Gold. Zaubertrank der kleinen Heilung. Ja, und ein bisschen Gold. Wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, wir sind eigentlich noch am Leben. Das ist die Hauptsache. Aber werden wir das schwere und schwer gemachene Spiel auch wirklich völlig, ja, durchspielen können? Oder werden wir sterben und dann weiß ich nicht. Vielleicht passiert ein Wunder. Keine Ahnung, aber ja, werden wir dann im nächsten Part sehen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.